Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, wo wir gerade in Puerto Marindo angekommen sind. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, keine Ahnung. Ich finde es echt schade, dass wir wirklich in keins der Häuser mehr rein können. Ja. Soll man machen, Stalking ist halt nicht mehr, ne? Hausfriedensbruch auch nicht mehr. So. Erstmal kurz hier umgucken. Gibt's hinter den Häusern irgendwas? Nee. So, wir selber können ja gar nicht springen. Ja, voll vergessen. So. Gibt's wieder was zu essen? Gibt's eine Terra-Ride? Okay. Kurz mal reingucken. Ein Vulcano mit Kampftyp. Ich höre doch ein Gespenst schon wieder. Ich sehe es aber nicht. Egal. Keine Zeit danach zu suchen. So. Zack. Noch einen Surfer. Ich glaube, jetzt haben wir Surfer schon dreimal. Ne, hier liegt auch nichts rum, so. Offensivweste, oh. Okay. Ich sehe da oben nicht auch noch ein Item. Zack. Top-Genesung. So, jetzt hat. Ah, nicht Pokébox. Beute. Offensivfeste. Ach, wir haben ja hier noch EP-Bonbons und alles mögliche Zeug. Ich glaube, du hast eh schon eine höhere Spezialverteidigung. Ich kann aber keine Statusattacken mehr einsetzen, okay. Geht's gerade nicht. Aber naja, gut. Dann gucken wir mal hier. Senior Combo. Ich habe deine Geldbörse. Mein lieber Scholli, sie ist weg. Ja, du hast eine Doppel-Mono-Braue, Kollege. Meine Geldbörse ist weg. So wird mir das Angebot des Tages sicher vor der Nase weggeschnappt. Chef, beruhigen Sie sich. Ich mache mich sofort auf die Suche. Was gibt's, falls du etwas von Chef Combo willst, der ist gerade beschäftigt. Als dein Liebling, bester Lehrling, kann ich nicht zulassen, dass er gestört wird, egal wer nach ihm fragt. Oder willst du mir etwa behaupten, dass dein Anliegen wichtig genug ist, um uns damit zu belästigen? Ja, ist es. Ich habe seine Geldbörse. Was für ein störrisches Kind. Na schön, dann hol ich mir eben etwas von Kleingeld von dir. Nein, ich möchte dir kein Geld geben. Marin. Bojelin. Ah, ich hab nur 11 vorne. Hä? Mm-mm-mm-mm-mm.
Es würde sonst wieder ein Ewigkeitskampf werden. Ja, du kriegst einen Elektroball. Sehr schön. Doppelflügel, was ist denn das? Nee, du bist mit Windschnitt besser bedient. Scampisto. Ach, diese Garnele da. Oh, kriegst auch einen Elektroball. Zack. Tschüssikowski. Genesung brauchst du eigentlich auch nicht, ne? Ne, brauchst du eigentlich nicht. Vergib mir, Chef. Wie konnte das passieren? Jetzt bin ich auch noch meinen Notgroschen los. Menschenskinder, was hat denn der Krach hier zu bedeuten? Chef Kombu, dieses Kind hier? Eine Kundin für diesen mittellosen Mann, der seine Geldbörse verloren hat? Was gibt es denn? Du hast es vergessen. Na sowas, ist das etwa meine Geldbörse? Was meinst du? Jemand von Empfang der Arena hat dich gebeten, sie mir zu bringen? Das ist meine Rettung. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Tut mir leid, dass dir mein Lehrling ebenso an den Kragen gegangen ist. Weißt du, Puerto Marindo ist berühmt für seine Auktionen. Und dieses Mal wird etwas versteigert, was ich unbedingt in die Finger bekommen will. Deswegen waren wir beide etwas angespannt. Nur zu! Kommen Sie näher, das hier ist unser letztes Angebot für heute. Hm? Unser heutiges Highlight ist das legendäre Seegras aus der Höhenregion. Na, wer bietet zuerst? Oh, aus der Höhenregion? Okay. Mein lieber Scholli, ich brauche es nur anzusehen, um zu erkennen, dass dieses Seegras voller Nährstoffe steckt. Dieser blendende Glanz, der vor ihm ausgeht, wenn es Licht reflektiert. Es trotzt nur so vor Frische und erst dieser aromatische Küstenduft. Ich muss es haben. Hey du, wenn du dich an der Garafossa Arena versuchen willst, ist Finesse sehr wichtig. Und das ist die perfekte Gelegenheit, dich daran zu üben. Geh und ersteigere diese Zutat für mich. Okay, ich versuche mein Bestes. In deinem Alter kennst du dich schon mit Aktionen aus, du bist echt was Besonderes. Hier mit diesem Geld, das solltest du für den Kampf gerüstet sein. Stell dich schlau an und ersteigere das Seegras für mich. Volle Kraft voraus. Geld, 50k, wuhu. Dürfen wir das behalten? Steigere die Ware. Okay, schräge Prüfung. Bei 10.000. Ich warte erstmal ab, was die anderen sagen. 15? 25, ja. 30. So viel Geld. 40, okay. 45. Wie bitte? Wuhu. 5.000 plus noch gemacht. Die junge Dame hier ist die meistbietende. Glückwunsch. Ich habe verloren. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt gerade Seegras für 45.000 kaufen, aber okay. Du bist ein Naturtalent. Du hast die Erwachsenen in die Pfanne gehauen. Vielen Dank, dass du das Seegras für mich ersteigert hast. Dürfte ich es wohl haben? Gibt's Kombo das legendäre Seegras? Was für ein Fang! Ich hätte mir wirklich nicht die nicht vorhandenen Haare gerauft, wenn mir das durchs Netz gegangen wäre. Wenn noch etwas von dem Geld übrig ist, darfst du es als Belohnung gerne behalten. Mach damit, was du willst. Vielleicht weckt ja die ein oder andere Option dein Interesse. Ich mache mich mal wieder auf den Weg zur Garafossa Arena. Der alte Kombo wird sich richtig in den Riemen legen, um einen Kampf vorzubereiten, der sich gewaschen hat. Ja, also hat er wirklich eine Doppelmonobrau. Es sind keine Haare. Ein sehr schräges Design. Und wir haben die Arena-Prüfung bestanden.
So. Gucken wir doch mal, was verkaufen die hier auch irgendwas? Nein, ich will nichts vom Konservenkönig. Tapas brauchen wir auch nicht. Tapas bei Happas. Flinkfedern. Anderes Mal. Sollte ich nicht doppelt anklicken. Netzbälle, AP Plus. Butter und Brot. Sandwich-Zutaten. Wir könnten eigentlich mal ein paar Zutaten kaufen, ne? Sollten vielleicht mal das Picknicken ausprobieren. Ich kaufe jetzt erstmal ein paar Zutaten. Vielleicht probieren wir einfach mal das Picknicken aus. Mal ein bisschen Geld ausgeben. Ich meine, wir haben genug. Salz. Salz brauchen wir auf einem Sandwich. Nein, sonst brauche ich nichts, danke. Okay. Das scheint es schon gewesen zu sein. Es ist ja eigentlich noch nicht so spät, ne? Ich teste jetzt mal kurz dieses Picknicken aus. Und dann gucken wir mal, dass wir in die Arena, glaube ich, direkt gehen, oder? Ach Gott, Leute, müsst ihr euch immer einen Weg stellen hier. So. Oh, hier sind noch Items. Aufwecker. Oh, was bist du nur für ein Leuchtturm? Wir gucken einfach mal hoch. Das ist aber ein normales Felino. Hyperstrahl. Okay. Nichts sonderlich Interessantes. Picknick. Ja. Freunden Picknick veranstalten. Ja, okay. Kreativer Modus. Ich möchte Salat. Machen einfach mal alles drauf. Weiter. Wir machen eine Mayonnaise drauf. Und ein bisschen Salz. Machen wir einfach mal. Ah, okay, warte mal. Okay.
Legen einfach mal ein Sandwich so. Gibt jetzt halt nur eine Scheibe Käse. Kann ich jetzt. Mein Käse ist was zum. Warum fällt es denn jetzt runter? Unser Sandwich ist echt hässlich. Oh, wunderhübsch. Oh Gott. Was ist das? Okay, also wir können alles, aber kein Sandwich kochen. Oh mein Gott. Der Käse ist abgehauen, die eine Scheibe Wurst ist aus irgendeinem unerfindlichen Grund runtergefallen. Welch Hässlichkeit. Ja. Garantiert haben wir das toll gefunden. Spezial-Sandwich, ja. Mit 3 Sternen. Lebenskraft Pflanze Gestein. Okay. Was auch immer uns das jetzt gebracht hat. Können wir umgestalten? Okay. Gottes Willen. Waschen. Okay. Okay. Das ist sehr weird. Ja, ich möchte das Picknick beenden. Und alle kriegen KP, also nicht KP, XP. Einäschern, ja. Du gehst auf Spezialangriff theoretisch. Ja, dafür verlernst du Glut. Bringt uns jetzt zwar nichts für die nächste Arena, wenn ich das nämlich auf der Karte richtig gesehen habe, ist das das Wasserzeichen. Ist eine Wasserarena. Oh, hier gibt es Dittos. Okay. Aber das ist okay. Wir fliegen jetzt mal zurück nach Garfossa City. Dann werden wir nächstes Mal den Arena-Kampf machen. Ich lasse jetzt heute so einen ganz kurzen Part. Heilen wir mal kurz die Pokémon. Zack, 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 zack. Alle geheilt. Sehr schön. Hallo, Gespenst. Ich muss mal gucken, was für sich eigentlich die Münzen sammeln. Gebe mich jetzt vor die Arena. Und dann schauen wir uns mal, wie wir uns in der Wasserarena schlagen. Aber ich denke, wir haben ganz gute Karten. Wir haben Denki mit seiner Elektroattacke. Wir haben Tiara mit Pflanzenattacken. Okay, Ray können wir natürlich vergessen. Mein An und für sich ist er eh eine Glaskanone und. Ja, Feuer und Wasser verträgt sich nicht so gut. Maron können wir auch relativ vergessen. Vielleicht kriegen wir ein Pökelsalz drauf, aber das war es dann schon so ziemlich. Nicht die Karte. Und Belokia, ja, Belokia ist relativ neutral. Also die 4 sind so okay. Und die 2 sind, ja, er könnte vielleicht noch einen Angriff, sie können noch einen Angriff draufkriegen, aber Ray
wird so ziemlich außen vor sein. Und Noelle ist halt so, ja, die macht nicht wirklich was. Ich denke, ich starte mit. Wohl. Ich Pflanzen, ne? Ich möchte dich eigentlich aufheben. Ich tue Denki vor. Ich starte mit Denki dann. Kiara möchte ich aufheben wegen Terra Pflanze, weil wenn unser letztes dann Terra kristallisiert, also sein letztes, dann wird das wahrscheinlich Wasser haben. Und da Denki Terra Typ Flug ist, ja. Mal gucken. Naja, gut. Also dann, ihr Lieben. Tschu, tschu, bis zum nächsten Mal.